Okay, also, heute geht es um die zentralen Inhalte und Prozesse der Informatik, letztlich ein curriculares Thema. Das heißt, es geht darum, welche Inhalte sollen eigentlich im Informatikunterricht behandelt werden. Ich habe zentrale Inhalte und Prozesse genannt. Häufig ist es heute bei curricularen Überlegungen eben so, dass man auf der einen Seite von Inhalten ausgeht, von Inhaltskonzepten, auf der anderen Seite von Prozesskonzepten. Prozesskonzepte im Sinne von, welche Denk- und Arbeitsweisen sollen erlernt werden. Die Einheit ist in zwei Teile geteilt. Wir befassen uns erstmal mit den zentralen Inhalten, um dann später auf die zentralen Prozesse einzugehen. Also heute geht es im Wesentlichen um zentrale Inhalte. Wenn man sich in der Informatik Didaktik mit zentralen Inhalten befasst oder was eigentlich so das Wichtige ist, was im Unterricht vermittelt werden soll, dann stößt man relativ schnell auf einen Begriff, der in diesem Kontext in der Informatikdidaktik immer wieder auftaucht. Das ist der Begriff der fundamentalen Idee. Letztlich ist es ein Verdienst von Andreas Schwill, das ist ein Informatikdidaktiker an der Universität in Potsdam, diesen Begriff in die Informatikdidaktik eingebracht zu haben und dort stark etabliert zu haben. So. Was ist eine fundamentale Idee? Eine fundamentale Idee ist letztlich ein Inhaltskonzept oder ein Inhaltsbereich, der so wie eine Säule, wie man hier sieht, wie die Säulen, ja, das Fach trägt. Ja, so. Es gibt so ein paar Pfeiler innerhalb einer Disziplin, die fundamental sind, so fundamentale Elemente, fundamentale Inhalte. Manchmal sagt man nicht fundamentale Idee, sondern Grundkonzept oder grundlegender Inhalt, Basic Idea, Basic Concept. Da gibt es unterschiedliche Begriffe für, aber es sind so Inhalte, die eine Disziplin letztlich tragen, die wesentlichen Inhalte einer Disziplin. Den Begriff selbst hat Andreas Schwill in die Informatikdidaktik eingebracht, in die pädagogische Diskussion hat ihn ein anderer viel früher eingebracht, nämlich Jerome Bruner. Bruner ist bekannt durch ganz viele Dinge, durch ganz viele Konzepte, die in der Pädagogik eine Rolle spielen. Ist eigentlich Psychologe, lebt auch noch, ist Psychologe, der sich insbesondere auch mit pädagogischen Themen auseinandergesetzt hat. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal was von dem EIS-Prinzip gehört hat. Das stammt von Jerome Bruner. Oder entdeckendes Lernen, da hat er auch viel mitgemacht. Zwei weitere wichtige Begriffe, die Jerome Bruner eingeführt hat, die werde ich Ihnen gleich heute auch zeigen. So. Jerome Bruner hat ein Buch geschrieben, The Process of Education, was ein ganz wesentliches Buch war, auch jetzt oder aus heutiger Sicht ein wesentliches Buch im Sinne fundamentaler Ideen. Und zwar gab es in den 60er Jahren den sogenannten Sputnik-Schock in der westlichen Welt, in den USA. Ja. Die Russen haben damals, die Sowjetunion hat damals den ersten Satelliten ins All geschossen. Und das hat bei den Amerikanern damals einen gewissen Schock versetzt. Ja. Sie wissen, damals gab es immer noch so die Fronten zwischen Ost und West. Und die Amerikaner haben gesagt, oh Gott, ja, die Russen oder die Ostländer sind weiter, der Kommunismus überholt uns und so weiter. Ja, also diese ganzen Ängste, die damals existiert haben. Und das hat den sogenannten Sputnik-Schock ausgelöst. Dass die Amerikaner waren damals in der Situation, dass sie gesagt haben, wir müssen irgendwas tun, um nicht ins Hintertreffen zu geraten. Und haben erkannt, unter anderem, dass es an der Bildung liegt. Ja, also dass man sozusagen in die Bildung investieren muss, um schneller und weiter voranzukommen, insbesondere jetzt hier eben im ingenieurswissenschaftlichen Bereich oder in Physik oder Naturwissenschaftsbereichen und so weiter. Daraufhin gab es eine curriculare Umstrukturierungsbewegung in den USA, wo man überlegt hat, was sollen wir eigentlich in den Schulen vermitteln? Und da gab es eine Konferenz in diesem Kontext, deren Vorsitz Jerome Bruner hatte. Und im Nachgang dieser Konferenz hat er ein Buch geschrieben über seine persönliche Einschätzung sozusagen zu dieser Konferenz. Und er erwähnt in diesem Buch ganz oft den Begriff der fundamentalen Idee und des Basic Concepts und so weiter, ohne den Begriff tatsächlich sauber zu definieren. Es war überhaupt nicht sein Anliegen, in diesem Buch den Begriff der fundamentalen Idee zu definieren, sondern er hat einfach ja, breit gesprochen über, dass es halt darum geht, das Wesentliche oder die wesentlichen Ideen eines Fachs zu vermitteln und dass es darum geht, auch erstmal zu ermitteln, was sind überhaupt die wesentlichen Ideen eines Fachs.
und diese dann immer wieder aufzugreifen und letztlich als roten Faden durch das gesamte Curriculum zu ziehen, beziehungsweise eben die Säulen zu identifizieren, auf denen die Disziplin ruht und dann diese Säulen eben durch das ganze Curriculum hindurch zu betrachten. So, Jerome Bruner, The Process of Education, ganz wichtiges Buch in dem Zusammenhang. So, was könnten so fundamentale Ideen sein? Ich mache mal ein paar Beispiele. Wenn man die Physik betrachtet als Fach, könnte man sagen, eine wesentliche fundamentale Idee des Fachs Physik ist Energie. Ja? Energie, das taucht immer und überall auf, in allen möglichen Bereichen der Physik. Eigentlich ist es so ein Grundbegriff, den man kennen muss oder der immer wieder in der Schule aufgegriffen werden muss, wenn man sich mit dem Fach Physik auseinandersetzt. Oder nehmen wir mal das Fach Chemie. Also ich kenne mich in den Disziplinen nicht so gut aus, ja, aber ich erfinde jetzt einfach mal was oder ich versuche mal zu begründen, was so eine fundamentale Idee aus meiner Sicht sein könnte. Im Fach Chemie vielleicht so etwas wie ausgleichen. Ne, wenn man eine Reaktionsgleichung hat, dass die linke und die rechte Seite immer ausgeglichen sein müssen. Oder wenn man mit Mol etc. pp. Rechnet, irgendwie mit Stoffmengen oder so. Es muss immer irgendwie alles ausgeglichen sein in der Chemie. Ja, sodass man vielleicht Ausgleich als fundamentale Idee der Chemie betiteln könnte. Und wenn man die Mathematik betrachtet, dann könnte beispielsweise der Begriff der funktionalen Abhängigkeit oder funktionaler Zusammenhang eine fundamentale Idee sein. Das taucht überall auf in der Mathematik, Funktionen, funktionale Zusammenhänge, sodass man sagen kann, okay, das ist so ein Kerngedanke der Mathematik, dass irgendeine Größe von einer anderen Größe abhängt. Während vielleicht der Begriff Logarithmus, ja, nicht besonders fundamental ist für die Mathematik. Das ist so eine Funktion irgendwo, Logarithmusfunktion, ein so ein Begriff von ganz vielen, ja, taucht vielleicht auch nicht überall auf, aber funktionaler Zusammenhang, der taucht überall auf. So, jetzt kann man sich überlegen, jetzt kann man irgendwie sagen, behaupten, funktionaler Zusammenhang ist eine fundamentale Idee. Sollte man irgendwie begründen können. Ja, dass zu sagen, okay, dieser Begriff ist eine fundamentale Idee. Ich habe jetzt gerade einfach so behauptet, ne? Könnte auch von ganz vielen anderen Begriffen behaupten, dass sie fundamentale Ideen sind. In der Mathematik zum Beispiel. Keine Ahnung. Addition, ja, ist irgendwie eine fundamentale Idee der Mathematik, dass man was addieren kann. Und kann irgendjemand anders kommen und sagen, naja, Addition ist eine fundamentale Idee, aber wenn es eine fundamentale Idee wäre, dann müsste ja Multiplikation und Division und Subtraktion auch eine sein. Ja? Und jetzt beginnt man irgendwie die Diskussion, was ist jetzt fundamental und was nicht, dann kommt man vielleicht in dem Kontext drauf, dass Operation das Wesentliche ist, ja? Also eine gewisse Allgemeinheit zu unterstützen. Und naja, letztlich braucht man eine Diskussion nach Kriterien. Also Kriterien, anhand derer man entscheiden kann, ob ein Begriff, ein Konzept, eine fundamentale Idee einer Disziplin ist oder nicht. Nebenbei bemerkt, es geht jetzt hier im Wesentlichen auch mal um Disziplinsichtweisen. Ja? Es geht noch nicht mal so sehr um Schule oder so, sondern um die Fachdisziplin. Also was ist eine fundamentale Idee der Fachdisziplin? Und diese fundamentalen Ideen, die sollten sich auch in irgendeiner Weise, diese Kerngedanken einer Wissenschaft, die sollten sich in irgendeiner Weise in der Schule widerspiegeln. So eine wissenschaftsorientierte Herangehensweise an Curricularplanung oder Curriculumsgestaltung. Okay, Kriterien von Schreiber. Schreiber ist ein Mathematikdidaktiker. Die Mathematiker waren die ersten oder am Anfang die Wesentlichen, die sozusagen diesen Begriff der fundamentalen Idee aufgegriffen haben. Der ist gar nicht mal so sehr in allen möglichen Disziplinen aufgegriffen worden. Ganz besonders in Mathematik und dann ganz besonders in Informatik. Ich habe jetzt keinen großartigen Überblick über die anderen Disziplinen, aber ich habe den Eindruck, dass es in den anderen Disziplinen eher nicht so angenommen wurde. Okay, Schreiber war ein Mathematikdidaktiker oder ist ein Mathematikdidaktiker, der von universellen Ideen gesprochen hat. Also man merkt auch diese Begriffe, die sind immer so, naja, manche sprechen von fundamentalen Ideen, universellen Ideen, Grundkonzepten und so. Und er hat Kriterien formuliert, und zwar die folgenden. Weite. Eine fundamentale Idee muss eine gewisse Weite oder logische Allgemeinheit aufweisen. Das bedeutet, sie muss in gewisser Weise Interpretationsmöglichkeiten offen lassen. Darf nicht so speziell sein. Also ein Beispiel, das Kommutativgesetz,
a plus b gleich b plus a. Schreibe das mal hier hin, Kommutativgesetz. Oh, das sieht da nicht so toll aus. A plus b. Oh, wow, wow, Moment. Na gut. Gleich b plus a. So. Na, jetzt ist wieder der Rand zu Ende. Okay. A plus b gleich b plus a. Dieses Kommutativgesetz, das könnte man sagen, ist das eine fundamentale Idee der Mathematik? Naja, es gibt noch ganz viele andere Gesetze. Ja. Das ist auch relativ speziell. Aber wenn man den Begriff der Invarianz nimmt, Invarianz ist ein Begriff, der bedeutet, dass wenn ich irgendwas ändere, was anderes sich nicht ändert, invariant bleibt. Okay? Irgendwas bleibt konstant, während ich eine andere Größe ändere. Das könnte schon eher das Kriterium der Weite oder logischen Allgemeinheit erfüllen. Hier bei dem Kommutativgesetz beispielsweise, da bleibt ja was gleich, ne? Nämlich die Summe. So. Und in anderen Situationen bleibt auch was gleich. Beim Assoziativgesetz beispielsweise bleibt auch das Ergebnis der Rechnung gleich und so weiter. Also es gibt ganz, ganz viele Situationen in der Mathematik, wo, wenn ich was ändere, irgendwas gleich bleibt. Ne? Insofern wäre Invarianz eher ein Konzept, das das Kriterium der Weite erfüllt, als beispielsweise der Begriff Kommutativgesetz. So, ich habe schon das nächste hier versehentlich aufgeblättert. Fülle, vielfältige Anwendbarkeit und Relevanz in mathematischen Einzelgebieten. Also ein Konzept, das sollte nicht nur in einer Teildisziplin einer Disziplin eine Rolle spielen. Nehmen wir mal das Konzept Ableitung. Ja, wenn wir in der Mathematik bleiben. Ableitung spielt eine Rolle in der Analysis. Naja, aber wo sonst? Ja, das ist ein spezielles Konzept, da geht es um Funktionen und Analysis. Eher nicht in anderen Bereichen. Natürlich gibt es überall Funktionen, die man ableiten kann. Ja? Aber als Konzept als solches ist es eher in der Teilsparte der Mathematik. Während das Konzept, bleiben wir mal bei Invarianz. Ja, Invarianz spielt überall eine Rolle, auch zum Beispiel beim Ableiten. Wenn ich e hoch x ableite, kommt e hoch x raus. Ne? Das bleibt invariant unter der Operation der Ableitung. Also ein Konzept sollte in verschiedenen Teildisziplinen eine Rolle spielen. Funktionen beispielsweise, wenn wir den Begriff mal nehmen, Funktionen gibt es in dem Teilgebiet der Analysis natürlich, da hauptsächlich, ne? Aber Funktionen gibt es auch im Teilgebiet der Geometrie. Ja? Wenn Sie zum Beispiel das Volumen eines Körpers, das Volumen eines Würfels beispielsweise in Abhängigkeit von seiner Seitenlänge nehmen, haben Sie eine Funktion. Funktionen gibt es in der Stochastik, ja? Wahrscheinlichkeitsverteilungen und sowas. Funktionen gibt es generell, um Zahlen und Operationen geht. Funktionen gibt es überall in der Mathematik. Also sollte in allen Teildisziplinen eine Rolle spielen. Und es sollte auch einen Sinn haben, in dem Sinne, dass es eine Verankerung im Alltagsdenken und eine lebensweltliche Bedeutung hat. Es soll jetzt nichts in der Schule vermittelt werden, so zumindest wenn man von fundamentalen Ideen ausgeht. Also fundamentale Ideen sollten auch einen Alltagsbezug haben oder einen Lebensweltbezug, weil sie ansonsten nur sich innerhalb des Gebäudes der Disziplin bewegen und eine Rolle spielen, aber die Schule ja auch allgemeinbildend sein soll. Ja. Insofern wird ja auch immer in der Schule immer versucht, irgendwo Lebensbezüge oder Alltagsbezüge oder Kontexte herzustellen und insbesondere wird das hier für fundamentale Ideen gefordert. So. Diese Kriterien hat Schreiber aufgestellt, es gab noch andere, die Kriterien aufgestellt haben und Schwill hat jetzt für die Informatik diese Kriterien auch aufgearbeitet, die in verschiedenen Bereichen der Mathematik beispielsweise entwickelt wurden und hat ein Set von 4 Kriterien aufgestellt, das seitdem eigentlich in der Informatik ein anerkanntes Kriterienset für fundamentale Ideen ist. Es gab noch andere, die haben dann später noch 1 oder 2 dazugefügt, aber im Wesentlichen sind das so die 4 zentralen Kriterien. Jetzt passen Sie auf. Das sind die Kriterien und mit denen werden wir uns jetzt die ganze Zeit beschäftigen. Das erste Kriterium von Schwill bezieht sich letztlich auf das, was jetzt Schreiber auch unter Fülle verstanden hat. Ja? Das Horizontalkriterium, eine fundamentale Idee, ist in verschiedenen Bereichen einer Disziplin vielfältig anwendbar. Also es taucht nicht nur in einem Teilgebiet auf, sondern in vielen verschiedenen.
Das zweite Kriterium von Schwill ist das Vertikalkriterium. Es taucht nicht nur in allen verschiedenen Teildisziplinen einer Wissenschaft auf, sondern wenn es an die Vermittlung geht, dann kann ich das auf unterschiedlichen kognitiven Niveaus vermitteln. Und zwar auf unterschiedlichen kognitiven Niveaus letztlich vom Kindergarten bis zum Hochschulstudium. Also von der Wiege bis zur Bahre. Okay? Das war etwas, das auch schon Bruner gefordert hatte. Und Bruner hat das im Zusammenhang gebracht mit dem Spiralprinzip oder Spiralcurriculum. Das ist einer der Begriffe, die ich vorhin erwähnt habe, die auf Bruner zurückzuführen sind. Einer der wichtigen Begriffe der Pädagogik, die ja letztlich Bruner in die Diskussion geworfen hat. Spiralcurriculum heißt, bestimmte Inhalte werden immer wieder durch die ganze Schullaufbahn aufgegriffen und auf einem höheren Niveau oder mit größerer Vertiefung und so weiter immer wieder aufgegriffen und erweitert und vertieft und komplizierter gemacht und so. Ja? Das heißt, es muss auf allen kognitiven Niveaus vermittelbar sein. Zeitkriterium. Dieses Kriterium hat Schwill reingebracht und es ist auch kein Wunder, dass sozusagen ein Informatiker dieses Zeitkriterium reinbringt. Sie müssen sich vorstellen, in Informatik und Informatikunterricht ist man starken Moden unterworfen. Ja? Da kommt die Programmiersprache Basic raus und dann macht man Basic in der Schule. Und dann kommt die Programmiersprache Pascal raus und dann macht man Pascal in der Schule. Und dann kommt die Objektorientierung und dann macht man Objektorientierung in der Schule. Ne? Also all das, was sozusagen gerade in Informatikkreisen gehypt wird, das wird auch in der Schule gemacht. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Man will ja nicht irgendwelche Moden hinterherlaufen, sondern man möchte ja bestimmte längerfristige Konzepte vermitteln. Also Inhalte, die auch in 20 Jahren noch gültig sind nach Möglichkeit. In anderem Gewand, mit anderen Tools, mit anderen Programmiersprachen, was weiß ich, aber irgendwas, was über einen längeren fristigen Zeitraum wirklich relevant bleibt und wesentlich bleibt. Und insofern sucht man auch nach Dingen, die in der historischen Entwicklung eines Fachs deutlich wahrnehmbar und längerfristig relevant sind. Das ist die Formulierung von Schwill. Und am Schluss greift er nochmal das Sinnkriterium von Schreiber auf und sagt, na, Sinnkriterium sollte auch erfüllt sein und sollte Bezug zu Sprache und Denken des Alltags und der Lebenswelt haben. So, nehmen wir mal die Mathematik wieder als Beispiel und das Konzept Funktion. Gehen wir es nochmal durch. Funktion, Horizontalkriterium, das haben wir schon geklärt, Funktionen kommen in allen Teildisziplinen der Mathematik vor. Vertikalkriterium, ist Funktion auf unterschiedlichen kognitiven Niveaus vermittelbar? Kopfnicken, ja, genau. Grundschule, da hat man den Begriff Funktion noch nicht im Unterricht, ne? Aber man kann zumindest propädeutisch funktionale Zusammenhänge gemeinsam erarbeiten. Zum Beispiel proportionale Zusammenhänge. Ein Apfel kostet 60 Cent, zwei Äpfel kosten 1,20, drei Äpfel kosten und so weiter. Ne? Da hat man einen funktionalen Zusammenhang. Anzahl Äpfel wird gemappt auf Kosten. So, ne? So. Also man hat einfache funktionale Zusammenhänge natürlich auch schon in der Grundschule. Dann geht es weiter, Sekundarstufe 1, dann wird irgendwann der Begriff der Funktion auch tatsächlich eingeführt. Dann arbeitet man erstmal mit proportionalen Funktionen, linearen Funktionen, dann kommen die quadratischen Funktionen. Es wird immer komplexer, ne? Die quadratischen Funktionen, dann kommt irgendwann Exponentialfunktionen, bis man schließlich in der Oberstufe sich mit Analysis beschäftigt, ne? Und dann auch differenziert, integriert und so weiter. Das heißt, der Begriff der Funktion, des funktionalen Zusammenhangs, der geht von der Grundschule, zieht er sich durch die ganze Schule durch und es wird immer schwieriger, immer komplexer, immer mehr vertieft, Spiralcurriculum. Zeitkriterium kann man auch mal prüfen, Funktion hat in der Mathematik schon immer eine Rolle gespielt oder schon lange, ne? So, und wird wahrscheinlich auch in Zukunft noch weiter eine Rolle spielen, kann man vermuten, ja? Also ist erfüllt und Sinnkriterium, ja, also Funktionen spielen auch im Alltag eine Rolle. Gerade jetzt, ich habe das Apfelbeispiel gebracht, aber Sie haben ja überall im Alltag proportionale Funktionen, lineare Funktionen, Handytarife, Benzinkosten und so weiter und so weiter. Egal wo Sie hinschauen, haben Sie Funktionen. Oder stecken Funktionen drin oder man kann Funktionen rein interpretieren. Wir haben noch ein zweites Beispiel aus der Mathematik, Zahl.
Ja? Zahl. Können wir mal gemeinsam durchgehen. Was meinen Sie? Spielen Zahlen in der Mathematik in vielen verschiedenen Teildisziplinen eine Rolle? Kopfschütteln, ne? Nee. Mathematik geht um Buchstabenrechnen. Ne? Ja, klar, ne? Spielt überall eine Rolle, oder? Zahlen gibt es überall, brauchen wir nicht zu diskutieren. Okay. Vertikalkriterium auf unterschiedlichen kognitiven Niveaus vermittelbar. Genau. Worin spiegelt sich das wieder? Ja? Genau. Durch die ganzen Zahlbereichserweiterungen. Ne? Wir fangen mit natürlichen Zahlen an. Dann geht es in der Regel erstmal auf die Bruchzahlen, dann auf die ganzen Zahlen. Da kann man sich auch drüber streiten, was macht man zuerst und so. Dann kommen die reellen Zahlen, komplexe Zahlen, ja. Und dann, es wird immer komplizierter. Irgendwann, bitte? Nochmal? Die irrationalen Zahlen, ja, genau. Und dann letztlich die, genau, die reellen Zahlen, die komplexen Zahlen, dann mit dem Irrealanteil und so weiter. Genau. Also auch da auf unterschiedlichen kognitiven Niveaus das Konzept der Zahl vermittelbar. Zeitkriterium, naja, Zahlen haben schon immer eine Rolle gespielt und werden sicherlich auch noch ein paar Jährchen eine Rolle spielen. Und Sinnkriterium, Zahlen haben auch einen Bezug im Sinn im Alltag. Okay. Also würde man sagen, Zahl ist ein zentrales Konzept oder fundamentale Idee der Mathematik, Funktion auch. Und das kann man weitersuchen, ne? Nach ähnlichen Dingen. Das haben auch einige gemacht. Achso, hier noch Spiralcurriculum. Ich habe hier mal so eine Spirale aufgemacht, die nochmal das Ganze verdeutlichen soll, im Sinne vom Vertikalkriterium. Immer wieder aufgreifen und vertiefen. Eigentlich müsste man sich so aufmalen. Ne? Man fängt hier an, ganz basal mit natürlichen Zahlen, im Zahlenraum bis 20. Ja? Dann wird erweitert auf den Zahlenraum bis 100, dann 1000 und so weiter. Ne? Und irgendwie kommen wir dann später hier, dann kommen dann die Bruchzahlen und die ganzen Zahlen und die reellen Zahlen und die komplexen Zahlen und so. Ne? Also man greift das Konzept immer wieder auf und wird breiter oder komplexer oder geht mehr in die Tiefe und so. So, jetzt haben ein paar Leute angefangen, fundamentale Ideen der Mathematik aufzustellen. Ne? Unter anderem Whitehead. Kann man sagen, Whitehead 1929 war weit vor Brunner, stimmt, ja, aber er war auch einer derjenigen, die mal so angefangen haben, so zentrale Ideen aufzustellen. Natürlich war Brunner nicht der Erfinder des Gedankens, dass man das Curriculum an zentralen Ideen eines Fachs orientieren soll. Ja, das ist natürlich was, okay, die Idee hatten bestimmt schon ganz schön viele andere gehabt. Whitehead war einer, der drei fundamentale Ideen letztlich benannt hat für das Fach Mathematik. Zahl, das hat man gerade gehabt. Quantität, da fragt man sich jetzt, was der Unterschied zwischen Zahl und Quantität. Mit Quantität hat er sich eher auf kontinuierliche Größen bezogen, und zwar Größen des Alltags, die man messen kann. Längen, Gewicht, Masse, ja, Volumina, Flächeninhalte, etc. pp. Größen halt. Ja. Und Raum, um sozusagen die Geometrie in der Mathematik aufzugreifen. Das Räumliche. In den klassischen Curricula der Mathematik spielt sich alles wieder, beispielsweise dadurch, dass man hier bei Zahl eher auf Arithmetik geht. Ne? Quantität, Messen und Größen oder Sachrechnen und Raum, Geometrie als Teilgebiet. Heymann, 1996, hat auch ein paar fundamentale Ideen der Mathematik aufgestellt, und zwar in seinem berühmt gewordenen Werk über Allgemeinbildung. Und hier hat er auch zum Beispiel, hat sich auch auf Whitehead bezogen und so, ne, also auch auf diejenigen, die vorher eben darüber zu gearbeitet haben. Und auch er beschreibt sozusagen die Idee der Zahl, Idee des Messens, was jetzt bei Whitehead Quantität war, Idee des räumlichen Strukturierens. Da kommt jetzt auf einmal was rein, was man vorher noch nicht hatte, nämlich so eine Denkweise, eine Arbeitsweise. Also hier ist schon eher prozessorientiert formuliert. Ne? Man hätte auch sagen können, Idee des Raums. Aber da geht es eigentlich um das räumliche Strukturieren, um die Tätigkeit, nicht so sehr um das Inhaltskonzept. Dann die Idee des funktionalen Zusammenhangs, das haben wir schon erwähnt. Idee des Algorithmus, also klar definierte Verfahren zur Berechnung zum Beispiel einer Größe, ja, so etwas wie euklidischer Algorithmus zur Berechnung des größten gemeinsamen Teilers
oder schriftlicher Additionsalgorithmus und sowas. Ja. Jetzt können die Informatiker sagen, stopp. Also Mathematiker, ganz nett, dass ihr jetzt hier sagt, ihr habt hier, ne, Algorithmus ist eine zentrale Idee der Mathematik, aber eigentlich ist es ja eine zentrale Idee der Informatik. Ja. Kann man sich vielleicht drüber streiten, vielleicht teilt man sich auch dieses gemeinsame Konzept. Und Idee des mathematischen Modellierens. Das ist auch wieder eine Tätigkeit, man könnte auch sagen Idee Modell als Begriff. Aber hier wird explizit gesprochen vom Modellieren, das heißt von der Tätigkeit, die besagt, man geht aus der Alltagswelt, aus der Realwelt, extrahiert Mathematik, arbeitet dann in der Mathematik, um ein Problem zu lösen, mathematisch zu lösen, und diese Problemlösung wird wieder rückübertragen in die Realität und überprüft, ob die Lösung denn auch vernünftig ist. Valide, sagt man dann. Gut. All diese Dinge spiegeln sich mittlerweile in den Bildungsplänen wieder. Das ging über die NCTM-Standards der Mathematik in den USA, die haben das ähnlich strukturiert wie jetzt die KMK-Standards oder auch die Bildungspläne in Mathematik in Baden-Württemberg. Ich habe jetzt hier mal Baden-Württemberger Bildungspläne, aktuelle, aufgeführt. Grundschule, da gibt es die Leitidee-Zahl, da heißt es Leitidee, nicht Fundamentalidee. Ja, Leitidee-Zahl, Leitidee-Messen und Größen, Leitidee-Raum und Ebene. Das waren sozusagen diese drei Whitehead-Sachen, ne? Die stecken da noch drin. Muster und Strukturen ist sowas wie funktionaler Zusammenhang vielleicht. So eine Funktion beschreibt eine Struktur oder ein Muster. Okay, Leitidee, Daten und Sachsituationen gibt es auch noch. Und da kommt jetzt sozusagen hier die Stochastik rein. Ne? Daten und Zufall heißt es hier in der Hauptschule. Gut. Das sieht ausländisch aus, Zahlen, Messen, Raum und Form. Oben heißt es Raum und Ebene, unten Raum und Form. Funktionaler Zusammenhang in der Hauptschule letztlich als Ersatz von Muster und Strukturen, und dann kommt Datenzufall unten noch mit rein. Okay, also so ähnlich ist es auch hier. So. Jetzt kann ich überlegen, was sind eigentlich die fundamentalen Ideen der Informatik? Da habe ich jetzt auch schon ein paar Leute Gedanken gemacht, unter anderem natürlich Schwill. Und Schwill hat sich die Gedanken gemacht anhand dieser Kriterien. Man muss dazu sagen, Schwill ist hier jetzt noch eher von dem Bereich der Softwareentwicklung ausgegangen. Softwareentwicklung ist so ein Spezialbereich auch der Informatik. Insofern muss man diese von Schwill vorgeschlagenen Konzepte vielleicht auch eher als, ja, vielleicht eher als fundamentale Ideen der Softwareentwicklung betrachten. Und wenn man Softwareentwicklung jetzt im Sinne von Informatik betrachtet, könnte man es auch als Informatik betrachten. Ich denke aber, dass da noch einige Konzepte außerhalb liegen, die als fundamentale Ideen der Informatik aufgefasst werden können, jetzt nicht im Bereich der Softwareentwicklung eine Rolle spielen. Und zwar hat er so Master-Ideen nochmal bezeichnet, so ganz große Ideen, nämlich Algorithmisierung, also dass man Algorithmen formuliert. Dann strukturierte Zerlegung, dass man Probleme, die man hat, dass man Strukturen in diesen Problemen erkennen muss und diese Strukturen dann natürlich übersetzt werden in maschinenbearbeitbare Situationen und Sprache. So. Gehen wir das mal durch. Algorithmisierung oben, da geht es letztlich um, naja, wenn man es praktisch betrachtet, um Programmierung, aber Algorithmisierung kann ja auch auf einer theoretischen Ebene betrieben werden. Man muss ja gar nicht programmieren im Sinne von, dass man ein ablauffähiges Programm erstellt. Es genügt ja schon, auch Probleme zu oder Problemlösungen zu algorithmisieren, ohne es jetzt tatsächlich in einen Programmcode zu gießen. Da gibt es verschiedene Entwurfsparadigmen und da würden so fundamentale Unterideen drunter fallen, wie beispielsweise Divide and Conquer, also dass man Probleme zerlegt und die kleinen Teilprobleme löst. Das ist so eine Grund, könnte man sagen, eine fundamentale Idee der Informatik ist Divide and Conquer. Teile und herrsche. Ja? Und da hat er ganz viele, ich habe die jetzt gar nicht hier alle aufgeführt, ganz viele solche Entwurfsparadigmen nochmal als fundamentale Ideen hier aufgeführt. Programmierkonzepte, sowas wie Anweisung, Bedingung, Schleife, Rekursion. Unter Ablauf
ja, dann letztlich so Dinge wie Parallelität, das beim Parallelprozess, der Prozess an sich, das Ablaufen eines Programms und alle die Dinge, die damit eine Rolle spielen. Und Evaluation, das spielt eine Rolle, also das bezeichnet jetzt auch Verifikation von Programmen, ist das Programm korrekt? Und auch Komplexitätsabschätzung. Das sind so grundlegende, fundamentale Ideen in der Softwareentwicklung. So. Dann strukturierte Zerlegung, da geht es um Modularisierung, also dass man ein Ding modularisiert, bottom-up oder top-down, das wären so zwei verschiedene Verfahren, dass man bottom-up modularisiert, top-down modularisiert oder überhaupt der Gedanke, dass man Dinge als Blackbox betrachtet. Ja, diese Blackbox-Betrachtung könnte auch eine fundamentale Idee der Informatik sein. Ja, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier irgendeine Schnittstelle oder einen Service und habe ich Schnittstellen, wie ich mit dem irgendwie in irgendeiner Form kommuniziere und was da drin passiert, interessiert mich gar nicht. Ich weiß, was ich einliefern muss und ich weiß, wenn ich was reinliefere, was rauskommt. Da gibt es irgendwelche Vereinbarungen und das Ganze wird als Blackbox betrachtet, sodass man irgendwo sich kognitiv gar nicht damit belasten muss, was da drin passiert, sondern ich kann mit der Box arbeiten und kann dieses Modul verwenden in anderen Kontexten. So. Hierarchisierung. Das ist auch so ein Grundprinzip der Informatik, vielleicht könnte man sagen, dass man Dinge in Bäumen strukturiert, ja, hierarchisch strukturiert oder Klammersetzung, also dass man Klammern verwendet, gerade bei der Programmierung, da hat man auch hierarchische Strukturen dadurch, dass man eben Codeblöcke beispielsweise ineinander verschachtelt und Orthogonalisierung, das hat glaube ich etwas zu tun mit Emulation, so genau weiß ich es auch nicht. So. Und Sprache, Syntax und Semantik, also diese beiden Grundkonzepte bei Sprachen, Syntax und Semantik. Und da geht es letztlich dann auch darum, um Programmiersprachen auf der einen Seite, aber auch um formale Sprachen. Und dann ist man natürlich schnell in der theoretischen Informatik, wo es um die Analyse von Sprachen, Sprachklassen und so weiter geht. Okay. Das ist ein Vorschlag von Schwill, jetzt im Rahmen seiner Arbeit erstellt. Und es gibt weitere Vorschläge für die Informatik. Hier beispielsweise Baumann 1996 hat auch ein paar Vorschläge gemacht und der unterscheidet jetzt zwei Kategorien nochmal, nämlich fundamentale Ideen auf der einen Seite und Grundkategorien auf der anderen. Unter Grundkategorien nimmt er Information, System, Modell und Programm. Ah ja, ist vielleicht keine so schlechte Idee, ne, dass man in der Informatik mal das Konzept der Information betrachtet. Als so grundlegendes Konzept. Das hat vielleicht in der Liste vorher gefehlt, könnte man kritisieren. Ja? Ich meine, das ist alles ein Streitpunkt. Ne? Der eine sagt, Information ist ein fundamentales Konzept, der andere sagt, nö. So, da kann man, ja, kann man anhand der Kriterien gegenseitig begründen, kann man rausgehen und die Ärmel hochkrempeln und sich kloppen oder so. Ja? Aber letztlich ist es, ist es mehr oder weniger auch eine Einschätzung von einzelnen Experten in diesem Fall. System. Auch ein wichtiger Begriff der Informatik. Wir haben nur mit Systemen zu tun. Informationssysteme, Programmsysteme, Softwaresysteme, alle Systeme. Modell. Das ist auch so ein Punkt, wo viele sich drüber streiten auch. Ist das jetzt eigentlich ein zentraler Konzept der Informatik, Modell? Die Informatiker modellieren natürlich, machen objektorientierte Modelle zum Beispiel. Aber Physiker haben auch Modelle. Oder Architekten bauen Modelle. Mathematiker haben Modelle und so. Also, okay, egal. Baumann sagt, Modell ist eine fundamentale Idee in Informatik. Und Programm als fundamentale Idee. Oder als Grundkategorie. Er nennt es Grundkategorien. Fundamentale Ideen sind dann eher so, eher Prozesse, wieder so abstrakte Verfahrensweisen wie Formalisierung, Automatisierung und Vernetzung. So. Und das spielt jetzt sozusagen diese beiden Sachen, fundamentale Ideen und Grundkategorien spannen zusammen so ein semantisches Netzwerk der Informatik auf. Gut. Jetzt kann man zu dem Punkt kommen und sagen, naja. Eine Schwierigkeit bei den fundamentalen Ideen scheint zu sein, dass jeder seine eigene Liste hat. Der eine kommt zu der Liste, der andere kommt zu der Liste und es ist dann letztlich ein Prozess des gemeinsamen Austauschs und Aushandelns, dass man sich auf eine Liste einigt. Aber so richtig sicher sein kann man nicht, dass es eine korrekte Liste ist oder so, kann man sowieso nicht sicher sein. Ne? Aber man muss sozusagen diesem Aushandlungsprozess auch vertrauen in der Fachdidaktik. So. Dieses
dieses Unbefriedigtsein mit dem Gedanken, dass es letztlich auch irgendwo so persönliche Einschätzungen sind, kann dann dazu führen, mal auf folgende Idee zu kommen. Auf die Idee, einfach mal viele Fachexperten zu fragen und die Ergebnisse zu mitteln. Irgendwie. Ja? Also man sagt, wir fragen jetzt nicht 3 oder 4 oder 5 Fachexperten, sondern wir fragen viele, sagen wir mal 100, und dann mitteln wir. Und die Idee hatten mal ein Kollege und ich, Andreas Zendler in Ludwigsburg und ich, sind wir auf den Gedanken gekommen, dass man eigentlich mal das angehen könnte. Wir versuchen mal Experten zu befragen und das Ganze zu mitteln. Was haben wir gemacht? Wir haben eine Liste potenzieller, fundamentaler Ideen oder zentraler Inhaltskonzepte, haben wir es genannt. Eine Liste potenzieller Inhaltskonzepte haben wir geschickt an Fachexperten. Und wer ist Fachexperte in Informatik? Informatikprofessoren. Ja, wir haben also Informatikprofessoren per Fragebogen angeschrieben. Natürlich haben nicht alle zurückgeschrieben, sondern ein gewisser Teil. Und haben die gebeten, mal einzuschätzen, aus ihrer Sicht, diese Konzepte, die wir als Liste angeboten haben, hinsichtlich der 4 Kriterien von Schwill. So. Jetzt zeige ich mal die Konzepte, die wir gewählt haben. Das waren die hier. Und zwar haben wir erstmal Folgendes gemacht. Wir haben das ACM Classification System. Das ist so ein, ACM ist die Gesellschaft für Informatik in den USA, ziemlich groß, international tätig. Die haben Publikationsorgane und die inhaltlichen Strukturen dieser Publikationsorgane, da gibt es ein Klassifizierungssystem, wie Inhalte in irgendeiner Weise klassifiziert werden. Das sind ziemlich viele Begriffe. Das haben wir einfach mal quantitativ analysiert, zusammengetragen und festgestellt, welche Begriffe kommen denn darin am häufigsten vor. Und die am häufigsten darin vorkommenden Begriffe waren diejenigen, die wir genommen haben als Ausgangsliste und gesagt haben, da stecken wahrscheinlich die fundamentalen Ideen drin. Jetzt sieht man in diesem Klassifizierungssystem, kommt System 75 Mal vor, Language, Sprache 57 Mal, Program 54 Mal und so weiter und so weiter. Wir haben die 49 häufigsten Begriffe genommen, was nicht bedeuten soll, dass jetzt die obersten die wichtigsten sind und die hintersten die unwichtigsten, sondern das sind die nach Häufigkeit sortierten. Und haben diese Liste an Informatikprofessorinnen und Professoren geschickt mit der Bitte, die mal einzuschätzen hinsichtlich der 4 Kriterien. Also, beispielsweise für das Konzept System einzuschätzen, der Begriff System ist in vielfältigen Teildisziplinen der Informatik relevant. Horizontalkriterium. Ist auf verschiedenen kognitiven Niveaus vermittelbar. Vertikalkriterium. Gibt schon länger in der Informatik, wird auch länger hin relevant bleiben. Zeitkriterium. Und hat einen Bezug zu Alltagsdenken und Alltagssprache. Sinnkriterium. Für alle Konzepte auf der Skala von 0 bis 5 einzusortieren. Die Ergebnisse stelle ich Ihnen später vor. Jetzt würde ich Sie erstmal bitten, für sich mal 5 Minuten zu überlegen, welche dieser Begriffe aus Ihrer Sicht fundamentale Ideen der Informatik sind.